Guten Nachmittag. Auf meiner Uhr ist es 15 Uhr und das bedeutet Start unserer Session, das Forum Deutsche Sprache oder was ist eigentlich eine Sprachspende? Herzlich willkommen zu dieser nachmittaglichen interaktiven Session. Die Session wird aufgezeichnet und ich werde Sie heute durch die nächsten 60 Minuten begleiten. Mein Name ist Simone Borell, ich bin Sprachwissenschaftlerin und Geschäftsführerin der ersten linguistischen Unternehmensberatung, der LOB GmbH, mit Sitz natürlich in Mannheim. Und von dort aus begrüße ich Sie auch heute aus der Hauptstadt der deutschen Sprache, Mannheim. Und da sind wir schon direkt beim Thema, denn wir sprechen ja heute in dieser Session über das Forum Deutsche Sprache, das in den nächsten Jahren in Mannheim entsteht. Ein Geschenk der Klaus-Schierer-Stiftung an das Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Und das Forum Deutsche Sprache soll dabei die Funktionen eines Museums und eines Forschungszentrums miteinander verbinden. Ganz spannend, weil das Ausstellungs- und das Forschungsobjekt bringen alle Menschen, die es besuchen, selbst mit, nämlich ihre eigene Sprache. Das bringt uns zu den Fragen, wie funktioniert das überhaupt, Sprache als Exponat? Welche Funktion kann das Forum Deutsche Sprache im öffentlichen Sprachdiskurs denn einnehmen? Und was ist eigentlich eine Sprachspende? Das haben Sie auch schon im Titel gesehen. Darüber werde ich nicht allein diskutieren. Wir haben tolle ExpertInnen eingeladen. Und das wird folgendermaßen ablaufen, dass wir hier bis um 15.45 Uhr diskutieren. Ich stelle Ihnen auch gleich unsere ExpertInnen vor. Sie können in dieser Zeit auch schon selbst mitdenken und reflektieren. Den Chat haben wir für Sie geöffnet. Da dürfen Sie gerne Ihre Anmerkungen oder auch Fragen an unser Podium stellen. Und dann werden wir die letzten 15 Minuten noch Zeit haben für die Beantwortung Ihrer Fragen. Ich darf begrüßen, und da freue ich mich sehr, dass er extra sich Zeit genommen hat, aus Berlin uns zugeschaltet, gerade heute in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft, Herr Professor Dr. Henning Lubin. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache und natürlich mit Sitz in Mannheim, auch kurz das IDS, gleichsam Professor für germanistische Linguistik an der Universität Mannheim. Und just 2021 ist sein Buch Sprachkampf erschienen, wie die neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert. Hochspannend. Guten Tag, Frau Borell. Hallo, Herr Lubin, schön, dass Sie da sind. Und Herr Lubin ist nicht alleine zu uns gekommen, direkt auch in Mannheim, ungefähr 1 Kilometer von mir Luftlinie, darf ich begrüßen Frau Elena Schopper. Sie ist Projektmanagerin für das Projekt Forum Deutsche Sprache und hat in dem Laufe der letzten Monate, Jahre und wird auch noch viel in dieser Hinsicht mitrücken. Hallo, Frau Schopper. Hallo, Frau Borell. Klasse, jetzt haben wir noch einen dritten Akteur, nämlich die Klaus-Schierer-Stiftung, die KTS. Die wurde 1995, wie Sie sicherlich wissen, vom SAP und auch Physiker und Mitgründer Klaus Schierer gegründet zur Förderung von Naturwissenschaften, Mathe und Informatik. Hat sich speziell auf die Förderschwerpunkte Bildung, Forschung und Wissenschaftskommunikation spezialisiert und fördert diesen so wichtigen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Aber leider kann heute aus terminlichen Gründen keine Vertretung der Stiftung bei uns anwesend sein. Aber natürlich haben wir was vorbereitet. Und zwar einen kurzen Videoeinspieler extra für Sie. Und zwar werden wir jetzt ein Video sehen, das Beate Spiegel, die Geschäftsführerin, und Gero von der Stein, der stellvertretende Kommunikationsleiter, für Sie aufgenommen haben zum Einstieg in diese Session. Film ab, sage ich dazu. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forum Wissenschaftskommunikation. Wir melden uns hier aus der Klaus-Schierer-Stiftung. Mein Name ist Gero von der Stein, ich bin stellvertretender Leiter Kommunikation und mit mir habe ich Beate Spiegel, die Geschäftsführerin der Klaus-Schierer-Stiftung. Wir können persönlich heute nicht an der Podiumsdiskussion zum Forum Deutsche Sprache teilnehmen, was wir sehr schade finden. Denn das Forum Deutsche Sprache wird ja von der Klaus-Schierer-Stiftung dem Institut für Deutsche Sprache geschenkt und in Mannheim gebaut, inklusive einer Dauerausstellung. Und natürlich hätten wir auch was dazu beizutragen, aber nun passt es einfach aus verschiedenen Gründen nicht. Aber das ist eigentlich jetzt der Grund, warum wir so einen kurzen Einspieler vorbereitet haben. Wir wollen nämlich von Beate Spiegel ganz kurz erfahren, wie es eigentlich dazu kam zu dem Projekt, warum es die KTS denn eigentlich fördert und was so der Hintergrund davon ist. Beate, wie ist die Genese eigentlich des Forum Deutsche Sprache? Ja, also zunächst auch von mir. Ein herzliches Hallo in die Runde an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Ja, also in Mannheim hat, glaube ich, schon so längere Zeit der Wunsch kursiert nach einem Museum für die deutsche Sprache. Passt ja auch ganz gut zu Mannheim. Und die Klaus-Tschirer-Stiftung hat sich, wie ich finde, so als ganz natürlicher Ansprechpartner da angeboten. Denn wenn es um die Förderung von Forschung und Wissenschaftskommunikation geht, kommt man ja an uns gar nicht mehr vorbei, sage ich jetzt mal ganz vermessen. Und ich nehme auch an, das war der Grund, warum der damalige Leiter des IDS uns angesprochen hat. Ich glaube, das war schon so 2017, 2018. Okay, alles klar. Und wie ist das jetzt eigentlich? Jetzt ist ja das Forum Deutsche Sprache beschäftigt sich mit Sprache und Sprachwissenschaft. Jetzt haben wir uns aber auf die Fahnen geschrieben und so heißt es auch bei uns im Claim, dass wir Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik fördern. Passt jetzt auf den ersten Blick nicht so richtig zusammen. Ja, ist durchaus berechtigt die Frage, aber es gibt verschiedene Aspekte, wie ich finde, weshalb das Projekt eigentlich doch ganz gut zu uns passt. Denn Sprachforschung ist immer mehr auch eine datengetriebene Wissenschaft und hier werden seit Jahren riesige Big Data Anwendungen eingesetzt und die Analyse von Texten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ist heute was ganz Normales. Also alles Aspekte, die sich in unserem Förderschwerpunkt widerspiegeln. Und dabei verzahnt sich dann die Linguistik mit der Informatik. Du hast eben auch schon mal das Stichwort Wissenschaftskommunikation fallen lassen, was natürlich auch beim Forum Wissenschaftskommunikation sehr gut passt. Ist denn dieser Aspekt dann auch irgendwie abgedeckt? Was würdest du sagen? Ja, das ist der zweite große Aspekt, weil beim Forum Deutsche Sprache soll es einen niederschwelligen Zugang zum Thema Wissen über die deutsche Sprache geben und die Menschen sollen auch ganz aktiv an der Forschung beteiligt werden. Also das ist wirklich, wie ich finde, ein ganz innovatives Konzept, das alles ganz gut zu unseren drei Förderschwerpunkten Bildung, Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation passt. Und gleich in der anschließenden Podiumsdiskussion wird der Herr Professor Lubin und die Frau Schopper auch ausführlich über das Thema der sogenannten Sprachspende sprechen. Ein Werkzeug, mit dem das Forum Deutsche Sprache Vertrauen in die Wissenschaft herstellen kann. Und letztendlich sind damit ja auch Kinder eingeladen. Also, wie ich finde, ideale Voraussetzungen für Wissenschaftskommunikation. Du hast die Sprachspenden erwähnt. Ich finde das ja einen unheimlich spannenden Aspekt von dem Forum Deutsche Sprache, weil es letztlich auch so einen Citizen Science Aspekt in sich trägt. Wenn du jetzt eine Sprachspende abgeben würdest, wenn das Forum Deutsche Sprache irgendwann mal besteht, was würdest du da abgeben? Also einen konkreten Text habe ich jetzt nicht vorrätig, aber ich würde mir natürlich, wenn es dann soweit ist, denke ich, allein schon mit dem Sitz der Klaus-Tschirer-Stiftung in Heidelberg, sprich in der Kurpfalz, müsste man ja auch einen Dialekt aus der Kurpfalz da eingeben, spenden sozusagen. Das würde ich dann auch machen. Ich würde ja, mir dann was gut überlegen. Super. Magst du jetzt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Forums Wissenschaftskommunikation noch was überlegen? Ja, du hast es ja schon gesagt, wirklich sehr, sehr schade, dass wir nicht live und in Farbe dabei sein können. Aber ich denke, sowohl die Organisatoren von Forum Wissen für Wissenschaftskommunikation als auch WED selbst wissen, wie sehr die Klaus-Tschirer-Stiftung dem Forum verbunden ist. Und wir sind ja auch schon seit Jahren Unterstützer bei der Veranstaltung. Und jetzt kann ich eigentlich nur allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gutes Gelingen, guten Austausch und Input wünschen. Und nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Genau, dem schließe ich mich an. Alles klar, vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank an die Technik. Und ich finde, das ist ja absolut schon als eine Sprachspende zu bewerten, dieses Video, was wir bekommen haben. Und auch ein bisschen Mundart war dabei, klasse. Herr Lubin, wir haben jetzt gehört, dass Klaus-Tschirer-Stiftung besonders betont hat, dass natürlich die moderne datengetriebene Wissenschaft gefördert werden soll mit dem Forum und dass es vor allem auch noch um die unbekannten Teile der Sprachpraxis gibt, die wir haben, die wir im deutschen Sprachraum vorfinden, um diese noch besser von BürgerInnen einzubinden. Das klingt natürlich extrem spannend, auch für mich als Linguistin. Möchten Sie uns einfach noch mal das Grundkonzept vorstellen des Forums? Ich weiß, Sie haben etwas vorbereitet, um uns ja, abzuholen. Ich habe da mal was vorbereitet und würde jetzt meinen Bildschirm teilen, um tatsächlich ein paar Informationen zu unseren Überlegungen zu geben, die tatsächlich, wie Frau Spiegel es schon gesagt hat, eine etwas längere Genese schon aufweisen. Die ursprüngliche Idee war es gewesen, ein
Sprachmuseum aufzubauen. Und die ersten Jahre waren auch Überlegungen in diese Richtung hingegangen. Und wir haben uns dann vor einiger Zeit darauf besonnen, dass wir eigentlich ja auch nicht einfach nur ein Institut sind, das eine Sammlung hat, die sie zeigen möchte. Die haben wir nämlich gar nicht. Sondern, dass wir ein Institut sind, das selber ja Sprachdaten sammelt. Und diese Sprachdaten sind eben unser Kern, stehen im Zentrum unseres ganzen Tuns. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Sprachdatenerhebung mit der Präsentation von Sprache in einem Ausstellungssinne tatsächlich kombinieren wollten. Und das ist so praktisch der Keim gewesen für eine Überlegung, die zu einem etwas umfassenderen Konzept geführt hat, das so aussieht, dass wir hier verschiedene Funktionsbereiche in diesem Forum Deutsche Sprache zusammenführen wollen. Das ist einerseits der Bereich natürlich, dass man da auch etwas erleben soll. Das ist hier der Bereich 1, Begegnen und Erleben, ein ansprechendes Foyer, wo man die Entwicklung der Sprache aktuell miterleben kann. Das dann ein zweiter, sehr wichtiger Bereich Teil des Forums sein wird, wo eine Ausstellung zur deutschen Sprache gezeigt wird. Wir werden aber darüber hinaus auch eine Kita- und Schulkinderausstellung haben, also für Kinder so von ungefähr nur 1 bis 7 Jahren, die eben noch nicht literalisiert sind und auf andere Weise angesprochen werden sollen. Darüber hinaus soll es Sonderausstellungen natürlich geben, die insbesondere auch die Vielfalt der Sprache zeigen sollen, also beispielsweise den dialektalen Bereich oder die Vielfalt der deutschen Sprache im gesamten deutschsprachigen Raum. Das ist ja eine Sprache, die immerhin in 7 Ländern Europas Amtssprache ist. Schließlich der Bereich Forschen. Natürlich, wir werden ein paar Räumlichkeiten auch haben, wo wir das entsprechend begleiten. Aber der eigentliche Kern, die Kernidee ist in diesem Bereich enthalten, dass wir hier die Dokumentation der Sprache ermöglichen, dass wir hier Spracherhebungen vornehmen und dieses zugleich mit Citizen Science-Angeboten verbinden. Ich werde da gleich noch etwas drüber sagen, aber das ist sozusagen die Grundkonzeption und selbstverständlich soll auch das Forum das sein, was in seinem Namen natürlich drinsteckt, nämlich ein Forum, in dem Menschen zusammenkommen, um sich über Sprache und relevante Themen, die mit Sprache zusammenhängen, auszutauschen, vielleicht auch kontrovers zu diskutieren. Das ist ja schließlich das, was wir auch gegenwärtig so intensiv in der Öffentlichkeit erleben. Das ist also das Grundkonzept. Das ist hier keine Architekturskizze, die Sie hier sehen, auch wenn ein Architekturwettbewerb zu diesem Gebäude tatsächlich gerade läuft. Und zwar auf einem Grundstück, das für die Bebauung durch die Klaus-Tschirrer-Stiftung von der Stadt Mannheim uns zur Verfügung gestellt worden ist, am alten Metzplatz. Das kann man hier im Hintergrund so ein bisschen erahnen. Und es handelt sich genau genommen um dieses Grundstück, diesen Platz auf der gegenüberliegenden Neckarseite, gegenüber den Mannheimer Quadraten, auf der zentralen Achse vom Schloss aus gesehen. Sie können hier erkennen, dass da, wo der Pfeil hinweist, dieses Grundstück hier der Platz sein wird, wo das Gebäude entstehen soll und wo dann auch in einer Platzgestaltung, die da vorliegt, das ist alles noch ein Bereich, der bislang noch nicht gestaltet ist, auch wenn er genutzt wird, tatsächlich eine gemeinsame Nutzung auch mit Angeboten, die sich direkt an die Neckarstadt richten, vorgesehen ist und hier auch eine sehr integrative Situation geschaffen werden soll, dass also Sprache als eben das gesellschaftliche Bindemittel par excellence auch zelebriert werden soll und bespielt werden soll, sodass wir hier auch diese überhaupt nicht museale Herangehensweise praktisch greifbar machen, die wir mit diesem Forum verbinden. Das Ganze wird natürlich in diesem Bereich der Ausstellung sich um das Konzept der Sprache drehen. Und Frau Spiegel hat es angedeutet, wir haben als ein Leibniz-Institut vor allem Sprachdaten. Und wir wollen eben diese Vermittlung von Sprache in ihrer ganzen Vielfalt auf diesen Sprachdaten aufbauen. Und das ist ein Ansatz, der auch in anderen Sprachmuseen oder Sprachausstellungen in diesem Sinne noch nicht so durchgespielt worden ist. Aber es ist einer, der sehr, sehr zeitgemäß ist und tatsächlich eben auch einem aktuellen
wissenschaftlichen Bild von Sprache entspricht, das eben nicht die Standardsprache in den alleinigen Mittelpunkt stellt und dann kommt lange nichts und dann vielleicht irgendwelche Dialekte oder Register, sondern andersherum, dass die Vielfalt der Sprache nach und nach sich zur der Standardsprache verdichtet und weiterhin auch diese Vielfalt konstitutiv ist. Das ist etwas, was wir in verschiedenen Bereichen zeigen wollen. Und die Grundidee ist eben die, dass wir in diesem Ausstellungsbereich nach einem Intro, wir planen da eine 360-Grad-Rundprojektion als eine Art Erstinformation, wir eine Ausstellung gestalten, die einerseits ein Narrativ verfolgt, das verschiedene Phasen eines menschlichen Lebens aufgreift, um zusätzlich aber auch ein paar Querschnittsthemen, Kernthemen, beispielsweise Sprachgeschichte, Sprachpolitik, Standardisierung von Sprache und so weiter darzustellen. Das ist die Grundidee. Und ein ganz wichtiger Gedanke dabei ist, dass wir auch bei diesen Exponaten, die wir jetzt in den kommenden Jahren entwickeln werden, von vornherein auch diesen Gedanken des Sprachspendens auch mit berücksichtigen. Also wir stellen uns interaktive Exponate vor, die auch teilweise Auswahlentscheidungen, Präferenzentscheidungen beinhalten und diese auch zugleich zeigen, aber auf diese Art und Weise auch uns sofort Sprachdaten vermitteln. Das ist ein Element dieser Sprachdatenerhebung. Auf ein zweites werde ich gleich kurz noch zu sprechen kommen. Diese Lebensphasen, die ich eben erwähnt habe, ich gehe nochmal zurück. Das Motto benennen wir auch als, wie leben wir in und mit der deutschen Sprache? Diese Lebensphasen, die Sie hier auf der linken Seite sehen, sollen eben einen niedrigschwelligen, lebensnahen und auch plausiblen Ansatz bilden, um sich mit dem Thema Sprache auseinanderzusetzen. Und es geht dabei nicht nur um die sprachlichen Phänomene, die in diesen jeweiligen Lebensaltern eine Rolle spielen, also Spracherwerb oder Schriftspracherwerb in der Schule oder bestimmte Prozesse, die auch in den weiteren Lebensaltern vorkommen, sondern wir wollen die Erfahrungen, die Menschen in diesen jeweiligen Lebensaltern machen, als Ansatzpunkt nehmen, um darauf basierend tatsächlich uns mit Fragen von Sprache auseinanderzusetzen. Also beispielsweise im Erwachsenenalter, das, was junge Eltern etwa für Herausforderungen erleben, wenn sie ihren Kindern eben ihre Sprache vermitteln wollen, sollen es tun, indem sie mit ihnen sprechen, was dabei passiert, was Mehrsprachigkeit bedeutet und was eigentlich tatsächlich diese Form von Interaktion in einer solchen Spracherwerbssituation dann eigentlich auch im Einzelnen bedeutet. Wir wollen also die verschiedenen Lebensalter in dieser Weise sozusagen als Ansatzpunkte nehmen, also beispielsweise auch der berufliche Einstieg, um etwas über Fachsprachen zu sagen und ähnliches mehr. Eben zu zeigen, inwieweit wir tatsächlich durch und durch geprägt werden von sprachlicher Erfahrung in unserem Leben. Und dazu kommen, wie gesagt, noch verschiedene Kernthemen. Für die kleineren Kinder möchten wir das Konzept eines Zauberwaldes der deutschen Sprache verfolgen, wo eben in einer stärker sinnlichen Art und Weise Themen, die sprachbezogen sind, Wörter, Sätze, Reime, Gesang, Visualität und Sprache in einen Zusammenhang bringen, um hier tatsächlich auch ein ganz besonderes Angebot zu machen. Ein abgetrennter Bereich, ein Bereich, der auch von Gruppen insbesondere genutzt werden kann und wo wir uns insbesondere eine sehr intensive Kooperation mit Kitas und Grundschulen, insbesondere auch aus der Region und dem städtischen Umfeld versprechen. Ja, das ganze Konzept, das inzwischen auch, wie ich schon erwähnte, im Rahmen eines Architekturwettbewerbs inzwischen verfolgt wird, der noch nicht zum Abschluss gekommen ist, besteht eben darin, dass eine Dauerausstellung mit einem Erhebungsbereich, der nochmal dezidiert neben der Ausstellung aufgebaut werden soll, verbunden werden soll. Dies soll über einen sogenannten Kommunikationsbereich miteinander verbunden werden und zugleich eben auch die Möglichkeit bieten, hier in einen, sagen wir mal, Citizen
Design-Workshop-Bereich auch überzugehen. Und auch einen Bereich, in dem Schulklassen etwa nicht im Kita-Bereich, sondern eher größere Kinder auch tatsächlich workshopartig, projektartig arbeiten, durchführen können. Und dieser Erhebungsbereich, das ist einerseits etwas, was wir machen, schon als ein Leibniz-Institut seit jeher, nämlich Sprachspenden erheben, zu schauen, wie Menschen sprechen und schreiben. Aber auf der anderen Seite eben dieses in einer sehr viel systematischeren und dauerhafteren Art und Weise, als uns das möglich ist, als es auch beispielsweise in der universitären Sprachforschung möglich ist, über einen langen Zeitraum kontinuierlich und das in einer großen Breite von Menschen auch dann umsetzen wollen, die eben in dieses Forum kommen, sowohl was die Herkunft betrifft, aber eben auch was die Interessenlagen betrifft und nicht eine, sagen wir mal, Homogenität im Bereich von Versuchspersonen dann haben, wie das manchmal bisher der Fall ist. Wir stellen uns also vor, dass es über einen Kommunikationsbereich, in dem auch über diese Methoden der wissenschaftlichen Forschung und die Gründe, warum wir Sprachspenden erheben, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir sie auch speichern, wie wir mit ihnen als Daten umgehen, informiert wird, man selber auch dieses noch ein bisschen vertiefen kann im Sinne eines Art Lernforums, dass hier auch Personen einem dabei helfen, dieses zu verstehen, einen Übergang schaffen in diesen eigentlichen Erhebungsbereich, den man sich vielleicht so wie Messestände vorstellen kann, die allerdings nur dann begehbar sind, wenn man tatsächlich auch dort eine Sprachspende aktiv abgibt. Und das kann beispielsweise eine Dokumentation gesprochener Sprache sein, zum Beispiel die eigene Sprachbiografie als ein Beispiel für Spontansprache, die geäußert wird. Die sind sehr daran interessiert an digitalen Daten, also Social-Media-Daten, die sehr, sehr schwer zu bekommen sind, auch aus rechtlicher Perspektive. Und wir würden gerne als ein Vertrauenszentrum eben in dieser Art und Weise mit unseren Besucherinnen und Besuchern kooperieren, um von ihnen gestattet zu bekommen, hinter die Kulissen ihres Smartphones zu schauen. Aber natürlich auch die ganz klassische Befragung, das Interview mit einem Fragebogen soll eine wichtige Rolle spielen oder in Kooperation auch durchaus mit unseren vielen Partnern in der Wissenschaft überhaupt psycholinguistische Experimente, Reaktionszeitexperimente, Assoziationsexperimente und ähnliches, was dort alles möglich ist. Und das Ganze im Übergang auch zu Citizen Science Projekten, also beispielsweise im dialektalen Bereich, wenn es darum geht, Sprachspenden überhaupt zu verstehen, indem wir sie dann auch mit entsprechenden Projektinitiativen verbinden, um sie dann entsprechend auch transkribieren, also verschriftlichen zu können. Ja, und das Ganze bedeutet natürlich, dass wir nicht einfach nur ein Museum sind, das auf einer kulturellen Art und Weise diese Erkenntnisse vermittelt, sondern dass wir sehr zugänglich sein müssen. Wir wollen offen und interaktiv sein. Wir wollen vertrauenserweckend sein, aber dabei zugleich wissenschaftlich basiert, fundiert und das Ganze eben mit einem starken Appell, sich zu beteiligen, zu verstehen, dass die Sprache ein so wichtiges Instrument in unserer Gesellschaft ist, sich dabei ständig verändert, anpasst an die kommunikativen Gegebenheiten und ein entsprechend wichtiges Werkzeug ist für uns alle. Das ist die Grundidee, die wir mit dem Forum verfolgen. Und wir sind überaus glücklich darüber, in der Kooperation mit der Klaus-Tschirrer-Stiftung dieses Ziel verfolgen zu können. Wir arbeiten inzwischen 2 Jahre sehr intensiv mit der Klaus-Tschirrer-Stiftung zusammen und haben noch einige weitere Jahre vor uns, auf die wir uns sehr freuen, um dieses wirklich ganz besondere Konzept, das auch aus meiner Sicht sehr gut in das Portfolio der Stiftung passt, umzusetzen, um dann in einigen Jahren mit diesem Angebot an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielen Dank. Danke, Herr Lubin. Ich kann das natürlich als Linguistin kaum abwarten, bis es endlich gerade in Mannheim das Forum geben wird. Und mich interessiert natürlich auch brennend das Thema Sprachspendestation. Das haben wir jetzt ja auch gerade gesehen bei Ihnen auf den Folien. Und da würde ich gerne Frau Schopper mit dazu holen. Und zwar, wie kann ich mir das vorstellen? Also Herr Lubin hat ja auch gesagt, es soll gezielt mit dem Forum auch Menschen in einem niederschwelligen Ansatz es nahegebracht werden, über Sprache zu sprechen, in Kontakt zu kommen und auch zu spenden. Wie viele linguistische Vorbilder brauchen denn Menschen, um das nutzen zu können? Oder ist das wirklich so, ich komme mit einem Smartphone und packe das
an eine Spendestation und dann kann ich meine Sprachspende abgeben. Ja, also linguistische Fortbildung braucht man überhaupt keine, um ins Forum zu kommen. Es ist ja genauso, wie Herr Dubin auch vorhin gesagt hatte, dass bisher Studien oder Experimente, die sich auf Sprache bezogen, ja immer genau dieses Problem hatte, dass da eben nur Leute mit linguistischer Vorbildung mitgemacht haben, nämlich Germanistikstudierende. Also insofern, jeder ist vom Grundkonzept im Forum Deutsche Sprache in allen Funktionsbereichen ganz herzlich willkommen. Und es ist diese interaktiven Exponate, von denen Herr Lubin auch schon gesprochen hatte, die eine individuelle Rückmeldung über die eigene Sprachkompetenz oder das eigene Sprachverhalten geben sollen, die sind da natürlich ganz wichtig, weil ein Grund, warum das Forum für Besucherinnen und Besucher so attraktiv sein kann oder sein wird, ist, dass man dort auch erfährt, welche Kompetenzen man denn eigentlich hat, also welchen Sprachschatz man mit sich rumträgt, welche Spracherfahrungen man hat. Und dabei geht es auf keinen Fall natürlich darum zu vergleichen, meine Sprache ist schlechter als die der anderen oder meine Sprache entspricht nicht der Standardsprache, sondern ganz im Gegenteil, diese Vielfalt über die Exponate deutlich zu machen. Also dass auch die deutsche Sprache von dieser Vielfalt lebt und dass auch die linguistische Forschung genau an dieser Vielfalt interessiert ist. Also an jedem Einzelnen, an jeder einzelnen Sprachspende. Und ein weiterer Bereich, in dem wir diese Niederschwelligkeit praktizieren wollen, ist natürlich der Veranstaltungsbereich. Das ist ganz klar. Da kann man natürlich nochmal ganz andere Zielgruppen ansprechen, auch unterschiedlich ansprechen. Der Kita-Bereich wird da eine ganz große Rolle spielen. Und auch letzten Endes die Architektur. Da können wir ja leider jetzt noch keine Entwürfe zeigen, auch wenn das vielleicht bald soweit sein wird. Aber wir kennen ja die Kriterien, die diesem Wettbewerb zugrunde gelegt wurden. Und ein ganz wichtiges Kriterium war dieses offene Foyer, die offenen Zugänge, dass es auch im Stadtteil verankert ist, dass es sich einfügt in den Stadtteil. Vielleicht muss man dazu auch noch sagen, dass die Neckarstadt West in Mannheim ein ganz besonderer Stadtteil ist, nämlich sehr heterogen. Da wohnen Menschen mit sehr unterschiedlichen Herkunftssprachen. Also insofern muss das Haus auch signalisieren, hier ist jeder willkommen und jeder soll und kann mitmachen. Ja, absolut. Das hat wahrscheinlich eine absolut wichtige, auch integrative Funktion innerhalb der Stadtplanung und des Zusammenbringens der Stadtcommunities. Da hat ja auch die Klaus-Tschirer-Stiftung immer drauf verwiesen. Und wenn wir das nochmal mit ins Boot nehmen vom Konzept her, Herr Lubin, Sie haben auch noch mal darauf verwiesen, dass Sie sehr intensiv zusammengearbeitet haben, bereits in den letzten 2 Jahren mit der Klaus-Tschirer-Stiftung. Und wer die Klaus-Tschirer-Stiftung kennt, kennt sie ja vor allem im Bereich der Naturwissenschaften. Ja, und das ist jetzt ja ein Projekt, klassisch Geisteswissenschaften, wird häufig ganz anders verordnet. Wie passt das zusammen? Ne? Datenbasierte Wissenschaft, hat Frau Spiegel gesagt. Also ist das jetzt endlich eine Möglichkeit, Natur- und Geisteswissenschaften zu verbinden? Ja, ich glaube schon. Es ist tatsächlich so, dass wir heute sehr viel datenorientierter arbeiten. Wir haben natürlich auch viel mehr Daten zur Verfügung. Und man könnte auf die Idee kommen, vielleicht zu denken, dass doch das alles jetzt ganz wunderbar sei. Es gibt doch so viele Daten im Internet, so viele schriftliche Daten, die man einfach nehmen kann. Wir haben in unseren eigenen Korpora tatsächlich auch etwa 50 Milliarden laufende Wortformen, riesengroße Sammlungen sind, dass die auch rein softwaretechnisch eine große Herausforderung darstellen, daneben mehrere hundert Stunden auch gesprochene Sprache. Aber trotzdem ist es so, dass diese Sprachmaterialien bislang tatsächlich nur gewisse Bereiche abdecken. Also die Schriftsprache beispielsweise ist redaktionell überarbeitete, bearbeitete Sprache, kontrollierte Sprache. Und wir haben hier sehr viel weniger schriftliche, spontansprachliche Äußerungen. Das liegt einfach auch an rechtlichen Gegebenheiten, das liegt an der Erhebungsmethodik und an ähnlichen Dingen. Man kann also sagen, dass wir zwar sehr viel mehr mit dem Fernrohr unseres sprachlichen Observatoriums heute sehen, als es früher der Fall ist, aber noch sehr, sehr viel graue, dunkle Materie im Weltall der Sprache, um das mal so zu sagen, existiert, die wir nicht sehen können. Und genau diese dunkle Sprachmaterie wollen wir mit unserem Forum Deutsche Sprache, mit den Sprachspenden dort sichtbar machen, indem wir
eben gerade etwas versuchen zu erfahren, zum Beispiel zur Mehrsprachigkeit. Wir wissen also buchstäblich nicht, in den vielen, vielen interkulturellen Familien, die es in Deutschland gibt, wie dort die Sprachverteilung im Einzelnen sind. Wir wissen sehr, sehr vieles nicht in diesem wirklichen Alltagsbereich. Wir wissen sehr viel nicht, wie eigentlich tatsächlich das spontane Schreiben im Einzelnen aussieht. Wir kommen einfach nicht an die Daten ran. Die sind in sozialen Netzwerken gefangen und können von uns auch nicht abgegriffen werden. Sie werden einfach nicht freigegeben. Und das ist etwas, was wir stärker nutzen wollen. Und dabei setzen wir statistische Methoden ein. Es werden Methoden eingesetzt, die auch in anderen Wissenschaftsbereichen, gerade auch im naturwissenschaftlichen Bereich, eine wichtige Rolle spielen. Und wir haben hier schon seit geraumer Zeit, muss man sagen, auch methodisch eine engere Wechselwirkung, als das viele vielleicht in diesem Bereich vermuten. Ja, das ist absolut wichtig, auch diese Wechselwirkungen zu nutzen, weil nur dann können ja Wissenschaften voneinander auch profitieren, Natur- und Geisteswissenschaften in dieser Art dann auch zusammenarbeiten zu sehen in Mannheim. Ja, ist ein richtig tolles Konzept und ich glaube, für das Konzept, das haben wir soweit verstanden, da haben Sie uns richtig viel gezeigt. Ich würde jetzt gerne nochmal auf ein weiteres spannendes Thema eingehen, nämlich insgesamt Sprache als Medium, Sprache als Gegenstand. Darüber wird ja sehr, sehr viel diskutiert auch, gerade bei den Wahlen wurde viel darüber diskutiert. Und jetzt ist ja auch natürlich die Frage, wie lässt sich über so ein Medium sprechen? Wie lässt es sich vermitteln? Wie lässt es sich museal inszenieren? Und das erwartet Sie jetzt ja auch beim Forum Deutsche Sprache, Frau Schopper. Wie lässt sich denn insgesamt das Thema Sprache in Museen nutzen? Gibt es da gewisse didaktische Konzepte, wie Sprache musealisiert werden kann? Oder gibt es bereits andere Best Practices, andere Museen, die das explizit genutzt haben? Ja, ich fange mal beim zweiten Teil an, um einen Einstieg zu finden. Also eine Blaupause für ein Projekt, wie wir es jetzt vorhaben, gibt es unserer Ansicht nach nicht. Wir haben zumindest keins gefunden. Also diese verschiedenen Funktionsbereiche so eng miteinander zu verzahnen und dann auch noch die Datenerhebung der Forschung direkt zugänglich zu machen und auch ein offenes Forschungszentrum für internationale Forscher zu sein, das gibt es bislang noch nicht. Wohl gibt es aber natürlich eine Reihe an Institutionen und Museen, die sich mit dem Gegenstand Sprache beschäftigen. Da gibt es ganz zahlreiche Kommunikationsmuseen. Es gibt ganz viele Museen, die sich mit Literatur beschäftigen, auch in Deutschland. Wir haben auch ein Benchmarking gemacht natürlich für das Forum Deutsche Sprache und waren beispielsweise in Bad Hersfeld. Das ist in Nordhessen. Da gibt es das Wortreich. Das ist auch eine Dauerausstellung zur deutschen Sprache, die richtet sich eher an Jugendliche, ist aber sehr schön gemacht und sehr gut aufgemacht, aber hat natürlich nicht den Forschungsaspekt dabei. In Kassel gibt es beispielsweise seit circa 6 Jahren die Grimm-Welt, die beschäftigt sich mit der Wörterbucharbeit der Brüder Grimm und auch mit den Grimmschen Märchen, die ist wiederum eher eigentlich für ein erwachsenes Publikum gedacht. Und ganz spannend zu verfolgen ist, dass es in Washington D.C. seit einigen Monaten ein sehr großes, schon mittlerweile renommiertes Sprachmuseum gibt. Das nennt sich Planet Word. Kann ich sehr empfehlen, dass man sich das mal im Internet anguckt. Die haben ganz große, in Klammern sehr teure, interaktive digitale Exponate. Also da kann man sich schon mal vorstellen, wie das Thema Sprache interaktiv auch ausgestellt werden kann. Bei uns ist es jetzt so, dass es sehr viele Ideen für Exponate gibt und natürlich auch für Inhalte. Dieses Narrativ und die Kernthemen hat Herr Lobin ja schon vorgestellt. Nur sind wir in der Konzeptionsphase noch nicht ganz da angekommen. Also wir haben diesen Masterplan und die grobe Linie. Aber wir haben uns noch nicht für einzelne Exponatumsetzungen entschieden, weil die Feinplanung jetzt demnächst erst beginnen wird mit einer Agentur zusammen. Aber vorhin auf einer Folie haben Sie eine Anwendung gesehen, die es tatsächlich auch schon gibt. Das ist dieser Wortraum, dieses Universum voller Wörter. Das ist basiert auf dem deutschen Referenzkorpus mit mehr als 4 Milliarden Einträgen. Worteinträgen und da kann man mit so einer VR-Anwendung durch den Wortraum fliegen und einzelne Wortgruppen ansteuern, Wörter ansteuern und dann sprachliche Zusammenhänge erkennen. Also das ist eine Richtung, in die es gehen könnte, aber leider kann ich noch nichts Konkretes verraten zur Ausstellung. Vielleicht dann übernächstes Jahr.
Da freuen wir uns. Und das sind ja schon jede Menge Best Practices, die Sie auch mal nachgoogeln können. In Kassel war ich tatsächlich auch schon gewesen. Das ist echt zu empfehlen. Ich lade Sie auch noch mal parallel ein, den Chat zu benutzen, wenn Sie noch etwas wissen möchten von unseren ExpertInnen. Ja, und Sprache im öffentlichen Raum, Sprache als Medium, jetzt außerhalb eines Museumscharakters, da ist ja Herr Lubin natürlich Experte für, auch in Ihrem Buch Sprachkampf von 2021 haben Sie sich damit ja viel auseinandergesetzt. Was beobachten Sie denn aktuell an Entwicklung, Herr Lubin? Wie wird das Thema Sprache verhandelt in der Öffentlichkeit? Ja, wir haben im Moment eine Situation, wo sprachliche Themen sehr intensiv und teilweise auch aufgeladen, aufgeheizt verhandelt werden. Ich glaube, Sie alle wissen sofort, was ich meine, wenn ich von solchen Themen spreche. Das Thema Gendern ist natürlich ein sprachliches Thema, im Kern wirklich ein sprachliches Thema, das allerdings eben doch sehr auch aufgeladen eben in verschiedene Richtungen ist. Wir haben einige andere sozusagen Klassiker, die auch in den Wahlprogrammen der Bundestagsparteien, die jetzt aktuell zur Bundestagswahl 21 auch sich wiederfinden lassen. Das ist die Frage nach Deutsch in Europa, in den europäischen Behörden, Deutsch im Grundgesetz, wo es ja praktisch nicht erfasst wird. Es geht um Fragen der sprachlichen Bildung, der sprachlichen Integration. Das sind die ganz großen sprachpolitischen Klassiker natürlich, aber auch Fragen eben der sprachlichen Verrohung beispielsweise und der sprachlichen Inzivilität ganz gegenwärtig, ganz allgemein, dass eben gerade auch über die sozialen Medien eine sehr starke Konjunktur aufweist seit einigen Jahren. All diese Themen plus viele weitere finden sich in der öffentlichen Debatte, werden so ein bisschen in unterschiedlichen Zyklen auch diskutiert und stellen, glaube ich, schon auch ein ganz wichtiges Kristallisationspotenzial dar oder Kristallisationspunkte für eben das öffentliche Interesse an Sprache überhaupt. Ja, also das Stichwort, ne, Kristallisationspunkte, das greife ich mal direkt auf. Können Sie uns vielleicht noch ein Beispiel geben? Sie haben vorhin das politische Sprechen angeführt, Sie haben die Gender-Debatte angeführt, was das denn teilweise auch an außersprachlichen Wirkungen an das Institut für deutsche Sprache kommuniziert wurde? Naja, also wenn wir uns zu diesen Themen äußern, was wir immer streng wissenschaftsgeleitet tun und nicht einfach nur irgendwelche Meinungen dazu äußern, dann kommen da natürlich oftmals auch Aussagen unsererseits bei heraus, die nicht allen Menschen gefallen. Das muss man einfach so sagen. Und da wird dann schon teilweise etwas rustikaler mit uns umgegangen, auch in den berühmten sozialen Medien, die für uns im Forum natürlich auch im positiven Sinne eine ganz wichtige Rolle spielen werden. Hören wir uns da auch durchaus die eine oder andere Beleidigung an. Es hat sogar schon auch mal die Situation gegeben, dass die Polizei eingeschaltet werden musste, weil sich doch einige Sachen sehr nach Gewaltaufrufen angehört haben. Das ist nur die Ausnahme. Und wir sind natürlich nicht in dem Maße irgendwie hier Gegenstand von solchen Debatten, wie das vielleicht bei Politikerinnen und Politikern heutzutage der Fall ist. Aber wir merken daran doch ein, wie unglaublich aufgeladenes Thema es ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass mit sprachlichen Themen, ich gebe ja auch wirklich zu, dass es viele andere Bereiche gibt, die für das Zusammenleben mindestens von genauso großer, wenn nicht auch von sehr viel größerer Bedeutung sind, für unser aller Zusammenleben und für die Grundlagen dessen, dass doch diese sprachlichen Themen oftmals so eine Art Symbolcharakter haben für ganze kulturelle Themenbereiche, die gegeneinander gestellt werden. Und ich glaube, das ist es eigentlich, was sich zum Beispiel auch in der Gender-Debatte verbirgt, dass es gar nicht so sehr darum geht, ja, kann man nun auf diese Art und Weise die Gleichstellung fördern oder gelingt das nicht? Das ist wahrscheinlich wirklich im kausalen, direkten Sinne ziemlich schwierig. Sondern auf der anderen Seite, wie finde ich überhaupt diesen Ansatz? Was halte ich überhaupt von den Milieus, die dahinter stecken? Was ist das überhaupt?
überhaupt für ein Anliegen und welche weiteren politischen Positionen sind damit verbunden, die daran gewissermaßen damit angestoßen werden oder mit dem Genderstern sich wie mit einem Feldzeichen verbinden, hinter denen sich die Truppen sammeln. Und auf der anderen Seite steht dann das sogenannte generische Maskulinum und beide rauschen gegeneinander gegenwärtig. Ich glaube, das ist eine für die Sprache auch sehr gefährliche Situation, weil sie eigentlich aus einer sprachfernen Sicht so stark aufgeladen wird und wir uns am Institut für deutsche Sprache auch eigentlich sehr darum bemühen, den Druck da rauszunehmen und zu sagen, das gehört nicht mehr dazu, wir fokussieren uns auf diesen eigentlichen sprachlichen Bereich. Ja, also da hat das Institut für deutsche Sprache wirklich eine integrative Funktion, ja, auf einer wissenschaftlichen Ebene auch emotionalisiert über Dinge sprechen zu können. Und wir hoffen natürlich, dass die, dass die Diskurse konstruktiv geführt wurden. Und das führt uns auch tatsächlich schon zu unserem letzten Thema, über was wir heute sprechen wollen, bevor wir auch in die Diskussion gehen. Ich sehe schon, es füllen sich hier langsam die Fragen. Das freut mich sehr. Und zwar lassen Sie uns noch mal über Wissenschaftskommunikation sprechen. Das ist ja auch aus linguistischer Sicht ein sehr spannendes Diskursfeld. Und die Tagung ist ja auch in diesem ganzen Rahmen. Und Frau Schopper, ich würde gerne von Ihnen wissen, ist jetzt öfter dieser Begriff Citizen Science gefallen. Und es gibt ja auch im Rahmen der Forschung zur Wissenschaftskommunikation in den letzten Jahren auch immer wieder die Aussagen, dass es eben für Menschen schwer ist und auch nicht vertrauensstiftend ist, wenn sie immer erst die Ergebnisse von Wissenschaft kommuniziert bekommen, dass sie sich häufig nicht integriert fühlen. Wie kann denn jetzt beispielsweise das Forum Deutsche Sprache auch dem entgegenwirken, dass die Stadtcommunity oder andere interessierte BürgerInnen in diesen Forschungsprozess mit integriert werden als Teil einer sozialen Teilhabe? Ja, den zentralen Begriff, glaube ich, hatte Herr Lobin vorhin schon sehr betont. Das ist der Begriff des Vertrauens. Also wir haben die Hoffnung, dass dort, weil wir eben in stetigem Dialog sind zwischen Wissenschaft und Gesellschaft im Forum, dass dort Vertrauen hergestellt werden kann. Das wird in erster Linie natürlich über Personen passieren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort mit Menschen direkt in Kontakt kommen, egal ob in Veranstaltungen oder eben in Projekten oder im Erhebungsbereich, den die Besucherinnen und Besucher ja nicht alleine betreten werden. Vertrauen dadurch auch in die Methoden, durch diese Ausstellung, den Kommunikationsbereich und letztendlich hoffentlich auch in die Forschungsergebnisse. Gestern gab es eine Keynote, da wurde sehr viel über Zuhören und Empathie gesprochen. Also ich glaube, das ist genau der Ort, wo das passieren kann, dass man den Bürgerinnen und Bürgern dort auch zugesteht, Wünsche zu formulieren, was denn erforscht werden soll, Interessen zu formulieren, all diese Dinge, die sonst im Forschungsalltag vielleicht nicht so selbstverständlich sind, aber dort wäre Raum dafür oder dort möchten wir Raum dafür schaffen. Und idealerweise sollte es dann oder kann es dann nicht bei einer einzelnen Sprachspende bleiben vielleicht, sondern vielleicht gibt es auch Bürgerinnen und Bürger, die dann Lust haben, einer Forum Deutsche Sprache Community anzugehören, also die entweder digital oder analog dann auch längerfristig mit uns zusammenarbeiten möchten, bis hin eben zu Entwicklung von Forschungsfragen in Citizen Science Projekten oder auch kurzfristige Projekte, die mit Schulen zusammen entstehen können. All das ist denkbar und vielleicht ist es strukturell auch noch wichtig zu sagen, dass wir schon vorbauen, also inhaltlich vorbauen. Es wird einen neuen Programmbereich geben am IDS, der sich vor allem um die Belange des Forums kümmern wird. Und dort wird der Citizen Science Bereich eine herausgestellte Rolle spielen. Also das heißt, schon ab nächstem Jahr wird sich dieser Bereich weiterentwickeln und bei der Eröffnung können wir dann hoffentlich da schon auf etablierte Strukturen zurückgreifen. Vielleicht noch einen ganz wichtigen Punkt. Auch wieder in einer Keynote, glaube ich, oder in einem Vortrag habe ich den Begriff Verstehensumgebungen gehört. Und ich glaube, dass diese Verstehensumgebungen sehr, sehr schwierig zu erstellen sind, wenn man nicht ständig im Kontakt mit der jeweiligen Zielgruppe ist. Und ich habe die Hoffnung, dass das wird sicher einige Monate, wenn nicht Jahre dauern, dass wir, wenn wir in diesem kontinuierlichen Austausch sind, dass wir dann auch neue Verstehensumgebungen für die jeweiligen Zielgruppen schaffen können.
Das ist ein schönes Schlusswort, Frau Schaffer, Verstehensumgebungen. Und ich glaube, Sie haben uns verstanden, denn es sind nach und nach hier Fragen aufgeblockt im Chat. Das freut mich sehr. Und um das auch nochmal direkt aufzunehmen, was Frau Schaffer gerade gesagt hat, mit dem Thema eben Vertrauen zu schaffen und es auch hinzubekommen, dass Zielgruppen verstanden werden, richte ich gleich die erste Frage an Herrn Lubin. Und zwar hat die gestellt, Herr Gero von der Stein von der Klaus-Tschirrer-Stiftung, der schreibt eben, dass er ja doch mit dem Projekt sehr, sehr vertraut ist, aber dass er sich jetzt speziell auch fragt, wie das denn mit den Lebensphasen ist, deren Spracheigenheiten im Forum abgebildet werden. Gibt es denn überhaupt eine eigene Sprache von Senioren oder hängt deren Sprachgebrauch nicht viel stärker mit der Zeit zusammen, in der sie aufgewachsen sind? Also sind es nicht eher Zeitläufe, die abgebildet werden müssen, als vielmehr Generationenunterschiede. Also da spannendes soziolinguistisches Thema, Herr Lubin. Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, denn wir wollen ja nicht praktisch diese Lebensphasen aus einer nur linguistischen Perspektive betrachten, sondern sie als Anlass nehmen, das, was in einer solchen Lebensweise typischerweise passiert, was man erlebt, was für Erfahrungen man dort macht, zu zeigen, was das sozusagen wiederum mit Sprache zu tun hat. Und das bedeutet durchaus natürlich die Wahrnehmung von sprachlicher Entwicklung, die man im höheren Lebensalter vielleicht in einem besonderen Maße macht, weil man auf eine längere Erfahrungsspanne und Lebensspanne zurückblickt. Aber natürlich auch Fragen etwa, die sich leider auch manchmal eben mit einem höheren Lebensalter verbinden, also sprachliche Abbauprozesse etwa, Phänomene von Aphasie und Spracherkrankungen, die sich ergeben aus unterschiedlichsten Gründen. Das werden wir auch thematisieren, selbstverständlich. Und es geht uns nicht darum zu sagen, die Generation der, was weiß ich, 60-Plus-Jährigen spricht so und so, die mittlere spricht so und so und die jungen Leute sprechen so und so. Nein, wir wollen einfach die Art und Weise, wie in diesen verschiedenen Lebensaltern auf Sprache geblickt wird und in welcher Weise man mit Sprache zu tun hat, in diesen Lebensphasen thematisieren und als Ansatzpunkt eben für entsprechende, dann weitergeführte thematische Bereiche auch nehmen. Die Lebensphasen, das ist sicherlich also wirklich ein ganz besonderes, ein ganz besonderer konzeptueller Ansatz, dass das auch nochmal im Sinne von Sprachebenen dargestellt wird. Also extrem spannend. Auch ein zweiter soziolinguistischer Bereich wurde direkt an Sie gerichtet, Herr Lubin, den haben Sie auch eben schon mal angerissen. Das Thema Gendern, und zwar fragt Frau Erika Show, ich hoffe, das ist korrekt ausgesprochen, ob Sie einen Tipp haben, wo Sie als Pressestelle eines Forschungsinstitutes mehr Informationen zum Thema sollen wir gendern und wie finden? Also da gibt es momentan ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Quellen, sehr viel Materialien, teilweise wissenschaftlicher aufgearbeitet, teilweise Meinungen und Positionen, die vermittelt werden. Ich würde mal einfach in unserem eigenen Hause bleiben und auf die letzte Ausgabe des Sprachreports verweisen. Das ist unsere an die Öffentlichkeit gerichtete Zeitschrift, die wir alle Vierteljahr herausgeben, wo wir nämlich tatsächlich mit 4 Beiträgen eine Art Gender-Schwerpunkt auch positioniert haben, in dem aus unterschiedlichen Perspektiven, mit einer gewissen Ablehnung, aus grammatischen Erwägungen heraus, mit einer gewissen Zuneigung zum Thema Gendern, aus einer eher lexikalisch Sprachentwicklungs- oder Sprachwandelperspektive heraus betrachtet, verschiedene andere Aspekte, die zum Beispiel die Problematik der Rechtschreibung darstellen, all das ist in diesen Beiträgen enthalten. Und ich möchte, bevor ich hier sozusagen eine lebendige Bibliografie werde zum Thema Gendern, einfach darauf verweisen, denn Sie finden da auch eine ganze Menge weiterführender Literatur, Hinweise von Quellen und Plattformen, auf denen derartige Informationen auch zu finden sind. Ja, absolut. Der Sprachreport ist ein tolles Medium, lohnt sich reinzuschauen. Meine Ausgabe liegt leider zu weit weg von der Kamera, sonst hätte ich sie in den Blick reingehalten, um zu zeigen, wie das schön aussieht. Ja, eine weitere Frage
geht ein wenig weg von den soziolinguistischen Aspekten und fragt auch nach dem Zugriff. Frau Schopper, Frau Brigitte Ganswind möchte wissen, welche Ideen haben Sie denn, um BesucherInnen dazu zu animieren, Ihnen Zugriff auf Ihre Social-Media-Kommunikation zu geben? Spannend. Ja. Ja, können Sie sich vorstellen, dass wir nicht heute zum ersten Mal darüber sprechen oder nachdenken? Also generell ist auch da der Vertrauensbegriff, glaube ich, das A und O, dass man eben informiert da reingeht. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass diese Chats, die gespendet werden, da gibt es Programme, das haben auch, also es gibt schon ein Projekt, das sich damit beschäftigt hat, nicht bei uns im Haus, ich glaube, das sind Kollegen in Düsseldorf, wie diese Chats automatisch anonymisiert werden. Also es ist nicht so, dass da Namen oder Adressen oder Telefonnummern gar an uns abgegeben werden und wir die dann auch noch veröffentlichen können oder so. Also das vielleicht vorweg als Information. Und wir sind noch nicht am Ende der Konzeption. Wir haben nur verschiedene Ideen gehabt. Also das sind zum einen Incentives wie freier Eintritt für die ganze Familie bis hin zu tatsächlich Geldbeträge, dass man auch Sprachspender so entlohnt, vielleicht auch eher motivatorische Incentives, dass man eine Urkunde erhält, ein Sprachspenderausweis und Ähnliches ist im Gespräch gewesen. Da wird wahrscheinlich auch viel erstmal im Prozess ausprobiert werden müssen. Das ist auch Teil der Feinplanung in dieser Erhebungsbereich und wie man den aufbaut. Aber entscheidend wird die Vertrauenssituation sein, denke ich, gerade bei Social Media. Absolut, ja. Wie schaffen Sie es, da eine Brücke zu bauen? Halloween. Ja, und man muss sich eigentlich auch ja einfach vergegenwärtigen. Wir wollen ja nicht von allen Besucherinnen und Besuchern eine Sprachspende haben. In der Ausstellung schon, aber nicht sozusagen in diesem weitergehenden Sinne. Und wenn wir uns vorstellen, dass auch nur eine einzige Person von 100 Besucherinnen und Besuchern sich darauf einlässt, dann haben wir da eine Vielfalt und eine Menge von Sprachdaten, die märchenhaft ist, verglichen damit, was wir in ähnlichen Bereichen sonst so im wissenschaftlichen Bereich zur Verfügung haben. Und insofern ist das etwas, was auch in dieser Hinsicht zu sehen ist. Wir stellen uns eben vor, dass viele Menschen kommen und die vielleicht wenigeren, die das dann auch tatsächlich mitmachen, trotzdem immer noch so viele sind, dass das etwas sehr, sehr breit Angelegtes ist und gleichzeitig in der Kontinuität und über die Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinweg, dieses in dieser Weise zu betreiben, uns eine Datenbasis schaffen wird, die natürlich auch den Sprachwandel dann irgendwann live zu verfolgen uns erlauben wird. Ja, also auch genau für Sprachwandelphänomene ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit, dann Sprachspenden zu nutzen, um zu dokumentieren, wie sich Sprache weiterentwickelt hat. Für alle, die wissen wollen, wie Sprache 2021 aussieht, für die hat Frau Trabold, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit vom IDS, auch noch den Link in den Chat reingepostet vom Sprachreport, das Institut für deutsche Sprache Mannheim. Ja, und wir haben noch 8 Minuten Zeit mit unseren ExpertInnen hier vor Ort. Nutzen Sie die Zeit, um Sie zu diesem spannenden Projekt zu löchern. In der Zwischenzeit nutze ich noch meine Zeit und frage Sie. Ja, wir haben ja am Ende über Wissenschaftskommunikation gesprochen und die Klaus-Tscherrer-Stiftung setzt sich ja besonders dafür ein, auch Wissenschaftskommunikation und den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern. Warum ist das denn so wichtig, Frau Schopper? Sie sind ja auch als Projektmanagerin da von der strukturellen Seite integriert. Also warum ist das so wichtig, die Gesellschaft hier mitzunehmen? Ja, das erklärt sich, ja, die Gesellschaft mitzunehmen ist, glaube ich, in erster Linie wichtig, auch aus Legitimationsgründen. Also dieses Forum, wir haben ja das IDS, wir haben ja das Forschungsinstitut und wir haben auch eine, Sie haben sie gerade erwähnt, Frau Trabold, eine Öffentlichkeitsarbeit, wir machen auch Wissenschaftskommunikation. Aber dieser Faktor der gesellschaftlichen Einbildung ist letztlich die Legitimation für das ganze Projekt. Also ohne den direkten Kontakt und diese Sprachspenden wäre es sehr schwierig, das Projekt plausibel zu erklären. Zumindest was auch die Finanzierung angeht, weil wir wollen ja
das Ganze mit Forschung direkt verbinden. Wenn wir jetzt beispielsweise nur ein Museum hätten, in Anführungszeichen nur ein Museum mit weniger gesellschaftlicher Einbindung, wäre das sehr schwierig geworden. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, aber es ist so offensichtlich von Anfang an gewesen, dass dieser Aspekt die Hauptrolle spielt letztlich, dass ich da nicht viel mehr zu sagen kann. Aber Herr Lubin. Genau, Herr Lubin hat auch noch direkt dazu. Ja, ich kann das nur unterstreichen, was Frau Schopper gesagt hat. Die Legitimation unseres Tuns kommt bei uns als einem Leibniz-Institut natürlich in einem sehr, sehr intensiven Maße an. Und das ist etwas, was durchaus in den vergangenen Jahren und vielleicht auch in den letzten anderthalb Jahren in einem ganz besonderen Maße auch an Relevanz gewonnen hat. Wir nehmen das eigentlich im gesamten Wissenschaftssystem wahr, dass unser Tun sehr viel stärker begründet werden muss, vermittelt werden muss. Und gleichzeitig haben wir eine Art Gegenentwicklung, die sicherlich auch in vielen anderen Sessions hier des Forums Wissenschaftskommunikation auch schon angesprochen worden sind, nämlich, dass wir zugleich auch eine wachsende Skepsis gegenüber der Wissenschaft haben und eine Vorstellung, dass doch irgendwie die Positionen der Wissenschaft, die Erkenntnisse irgendwie einem Spektrum von Meinungen entsprechen, die auch irgendwie anders gedeutet werden könnten, gerade bei solchen brisanten Themen, wie das etwa beim Klimawandel der Fall ist oder vielleicht auch für Einzelne zumindest im Bereich Corona und Covid-19-Forschung. So ist es durchaus auch im Bereich der Sprache, natürlich mit einer weitaus wenigeren lebensweltlichen Relevanz, wie beim Klimawandel selbstverständlich, verbunden, aber doch eben in gesellschaftlicher Hinsicht. Was ist Sprache? Ist es sozusagen die Sprache Goethes und Schillers, die wir hier anstreben sollten in der Gesellschaft, die unsere Baseline darstellt, im schulischen Unterricht beispielsweise? Was ist die sprachliche Realität eigentlich, mit der wir tatsächlich konfrontiert sind? Was müssen wir anstreben? Wie wird das in der Linguistik gewertet? Und wie werden die Aussagen, die wir dort machen, wiederum auch dann in der Gesellschaft weiterverhandelt? Und da erleben wir durchaus auch häufig, dass gesagt wird, ja, ihr müsstet doch mal dieses oder jenes einfach verbieten. Ihr müsstet sagen, das geht nicht. Auch in Bezug auf das Gendern wird das gesagt, aber auch auf andere Phänomene der Sprachverwendung. Und wir sind natürlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu gezwungen zu vermitteln, warum wir eigentlich eine solche Sicht auf diesen Gegenstandsbereich haben und dass es eben nicht in einer solchen, sagen wir mal, holzschnittartigen Weise diese entsprechenden Probleme und Phänomene auch zu behandeln sind. Und das ist etwas, was wir uns, wie ich glaube, auch in vielen anderen Wissenschaftsbereichen mit dem Forum Deutsche Sprache als eine Wirkung auch versprechen, dass wir auf diese Art und Weise eben ein Verständnis für das, was Sprache heute ausmacht, was Sprachforschung ausmacht, haben und das zurückwirkt auch in die gesellschaftlichen Debatten über Sprachen bis hin eben zu diesen brisanten Themen, die ich eben schon kurz angesprochen habe. Ja, und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass Sie das nochmal so umrissen haben, welche Rolle denn die Wissenschaftskommunikation hier auch spielt im Angebot an die interessierte Community, solche Verstehens- und Verhandlungsvorgaben zu geben, wie mit Dingen umgegangen werden kann, aber wie Dinge auch konstruktiv dann wiederum auf eine wissenschaftliche Ebene gehoben werden von emotionalisierenden Debatten, was Sie auch gerade angesprochen haben. Ja, der Tech-Support hat uns gerade darauf hingewiesen, dass wir in unserer illustren Runde nur noch 3 Minuten haben. Wir haben auch keine weiteren Fragen mehr aus dem Chat. Ich kann nur sagen, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das Forum Deutsche Sprache. Vielen Dank, dass Sie uns hier so gut Rede und Antwort gestanden haben. Und ja, falls Sie sich jetzt gefragt haben, wie es weitergeht, kann ich natürlich empfehlen, gucken Sie sich mal die Website an, www.forumdeutschesprache.de. Können wir sicherlich auch gleich nochmal posten. Ja, und ich würde einfach das Schlusswort an Sie übergeben, Frau Schopper oder Herr Lubin, uns ganz kurz einen Ausblick zu geben in 1-2 Sätzen. Wie geht es nun weiter? Elena, bitteschön. Ja, wie geht es weiter? Ganz aufregend. Demnächst kommt die Entscheidung des Architektenwettbewerbs. Dann gleich in der Folge die Beauftragung der Ausstellungsagentur, damit wir dann auch richtig inhaltlich wieder einsteigen können.
Und in einigen Jahren hoffen wir, dass wir Sie alle im Forum Deutsche Sprache in Mannheim begrüßen können. Zu einem großen Eröffnungsakt mit Bundespräsident und wen wir noch alles einladen werden, hoffentlich. Dann freuen wir uns, genau alle, die hier sind und auch viele, viele andere interessierte Menschen, dann auch analog zu sehen. Wir danken für Ihr Interesse am Thema, am Forum Deutsche Sprache, am Institut für Deutsche Sprache, an der Klaus-Tscherer-Stiftung. Für den Film danken wir auch nochmal am Anfang und ja, wünschen, dass Sie weiter konstruktiv und der Sprache gewogen bleiben. Alles, alles Gute. Tschüss. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Borell. Und schöne Grüße in die ganze Runde. Dankeschön. Auf Wiedersehen.